Du machst das sehr schön. Super. Bist du bereit? Ja. Yes! Und damit auch herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier heute aus der Villa bei Flo, der sich hinter der Kamera befindet. Wink mal, Flo. Wir haben heute was geplant und zwar, ihr seht schon hier, die schöne Husqvarna FE350 steht parat. Und wir werden uns heute nackig machen. Nackig machen? Also nicht wir, sondern wir werden sie heute nackig machen. Und warum? Warum? Das ist eine gute Frage. Ihr habt ja schon im Video gesehen, ich weiß nicht, war das das vorletzte? Ich weiß nicht mal, welches Video das war. Aber wir haben mir die Dekore gezeigt. Einmal für die 300er Husqvarna, für die Zweitakter und für die 350er. Und ich dachte mir, komm, heute ist schönes Wetter. Und es wird auch langsam mal Zeit. Es ist schon längst überfällig, dass hier die Reste vom Opal-Dekor, die man hier noch sieht, an der Lampenmaske, am Schwingen, ich sag immer Schwingenschutz. Warum sag ich Schwingenschutz? Warum sage ich denn immer jeder Schwingenschutz? Jeder kennt's. Der Schwingenschutz. Vorne, natürlich. Ja, natürlich. Der Gabelschutz. Ja, und Gabel. Hier hinten Schwingenschutz. Das ist auch noch blau und wir strippen das komplett und wir hatten ja, komm mal auf die Seite, Flo, hier. Wir hatten ja hier, das hat mich immer sehr gestört, an der Chromseite, da hat der Kleber nicht richtig gehaftet, das Problem, dass hier Dreck reingekommen ist. Sprich, wir haben nochmal wirklich komplett das ganze Deko jetzt hier und können das austauschen. Ich bin echt gespannt, bin hyped. Aber natürlich müssen wir, wie ihr sehen könnt, das Ganze erstmal abziehen. Julia, du hast Bock? Ich habe richtig Bock. Gut, das ist super, dass wir das geklärt haben. Wir müssen das Ganze natürlich abziehen. Wir haben ja schon mal einen Föhn parat gelegt. Ja. So, wir müssen ja jetzt erstmal testen. Ja. Komm mal her, Julia. Ja, ne, hier, du kommst ruhig. So, ja, genau. Soll ich mach mal, mach mal Augen zu. Okay, du sagst mir jetzt, ob der gut funktioniert, ja? Ach, David. Ja, jetzt komm, mach mal Augen zu. Funktioniert er? Ja? Sehr gut. So, haben wir das getestet. Danke dafür, Julia. Gerne. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit einem Teil an. Möchtest du führen und ich ziehe langsam. Ja. Du hast wunderschöne Haare, Julia. Ja, nein, meine Haare sind viel schöner heute. Ich habe die nur geföhnt. Guck mal, David. Und geh rein. Könnte ich den ganzen Tag machen, das ist echt witzig. Dann fangen wir hier mit dem Seitenteil an, würde ich sagen. Machen wir erstmal ein bisschen warm. Es ist ja zum Glück ziemlich warm. Wäre es jetzt Winter, wäre es ein bisschen schwieriger, weil die Folie dann noch schnell mal reißt. Aber so, denke ich, haben wir gute Temperaturen und auch Chancen, das Deko ohne großen Aufwand jetzt abzubekommen. Also das erste Teil ist schon ab, wie ihr hier jetzt sehen könnt. Natürlich sind hier noch Klebereste, die müssen wir dann wahrscheinlich gleich mit Bremsenreiniger oder irgendeinem anderen Mittel entfernen. Und ja, ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal das ganze Bike nackig, oder? Richtig. Und dann gibt es gleich nochmal so einen kleinen Nackig-Review. Ja? Das ist doch ganz geil. Auch euch nackig? Bis gleich. Das ist so nervig hier, guck mal. Was soll denn das? Mann, wir haben auf jeden Fall jetzt das Bike komplett abgeklebt. Es sieht ganz schön nackig aus, oder? Es sieht nicht schlecht aus. Nicht schlecht, ich find's schrecklich. Aber es passt nicht zu mir. Das ist halt einfach schwarz, es ist langweilig, es muss auffällig sein, Leute. Das fällt dir bestimmt auch auf. Die Sitzbank sieht einfach nicht mehr schön aus. Also da muss ich mich definitiv schnellstmöglich drum kümmern. Ich habe überlegt, ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, dass ich einfach eine Sitzbank mache, die mit den neongelben Nähten hier versehen ist, weil die halten vom Stoff her. Ja, da bleibt die Farbe drin, wie ihr sehen könnt. Die sehen ganz schön aus. Hier, die sind jetzt ein bisschen nass bzw. dreckig. Du kannst auch zoomen hier, ne? Echt? Ja, Frank, so. Das wusste ich nicht. Ja, das ist natürlich geil. So, aber da müssen wir uns drum kümmern. Das sieht, ja? Kriegst du es ja sogar hin, dass du dein Emblem hier mit der Maske nimmst. Boah, das wird ziemlich geil. Leute, aber gestickt. Gestickt, ja. Die Maske. Hier wäre das geil. Ja. Boah, safe, das mache ich. Das ist eine richtig geile Idee. Julia hat hier wieder die brillante Ideen am Start, ne? Auf jeden Fall, wir haben es gecleant. Es hat ein bisschen länger gedauert. Wir haben WD-40 genommen, ein bisschen Reiniger und dann am Ende sind wir nochmal mit Wasser drüber gegangen. Und was wir jetzt machen werden, ist erstmal das Dekor ausbreiten auf dem Tisch und dann schauen wir mal, dass wir ein Teil aufkleben, weil viele von euch haben sich natürlich gefragt, wie klebt man überhaupt ein Dekor auf? Eigentlich, dazu komme ich gleich noch, verklebt man das trocken, sagten die Jungs mir von DCC. Ich mache es aber persönlich lieber nass, weil da kann man noch ein bisschen korrigieren. Gerade jetzt bei den krassen Temperaturen ist es echt heftig, wie das Zeug hier am Plastik klebt. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, die Karton. Das Geile ist, es ist wirklich an einer Rolle. Was haben wir hier noch? Hier Sticker von DCC. Richtig geil. Das ist ein Rakel. Hier, Leute. Das werden wir heute noch sehr, sehr oft benutzen. Denn damit rakelt man die Folie
letztendlich glatt. Und ich werde natürlich, weil ich es nass verklebe, auch die Feuchtigkeit dann rausholen. Und dann geht man eben am Ende, hier ist die Folie, geht man so am Deko entlang. Aber das zeige ich euch gleich nochmal am Beispiel. Sollen wir es erstmal ausbreiten? Richtig geil. Hohoho! Wie Weihnachten. Ist das geil? Das ist schon ziemlich geil, oder? Wahnsinn, ne? Ich finde es richtig geil. Nochmal großes Dankeschön an DCC. Checkt die Jungs mal auf Instagram ab und lasst ihnen ein Like da. Beziehungsweise folgt den Jungs auf Instagram. Das wäre ganz geil. Link ist in der Beschreibung. So, und wie verkleben wir das? Ich habe ja gerade gesagt, wir verkleben das nass. Die Julia hat netterweise schon hier einen Reiniger entleert und da ein bisschen Wasser reingefüllt. Das sprühen wir jetzt ganz leicht hier auf die Stelle, die wir bekleben wollen. Das ist wirklich nur so ein feiner Sprühnebel. Ja, so, das reicht schon. Jetzt haben wir hier so einen leichten, feuchten Film drauf. Dann nehmen wir jetzt uns das Stück hier. Das ist ja wirklich direkt hier aufgeklebt. So, in einem ab. Zack. Nehmen das. Und dann setzen wir es erstmal an. Julia, willst du mal das Stück hier halten? Den Rakel kannst du hier mal ablegen, wenn du magst. Mhm. Genau. So, ich klebe das jetzt erstmal hinten drauf. Das heißt, halt das einfach ein bisschen hoch. Dann setze ich das erstmal hier an. Und bei dem Teil ist es ganz schön, da kann man eben wirklich von vorne nach hinten systematisch drucken. Beziehungsweise drücken. Drucken. Das geht halt wirklich wunderbar. Das sind die einfachen Stellen, Leute. Schlimm wird es wirklich, wenn Kanten mit ins Spiel kommen. So. Oh, guck mal. Also passt das mal wie angegossen. Top. Ist das der Wahnsinn? Zack. So, und was wir jetzt machen müssen, weil wir haben Feuchtigkeit drunter, das Deko soll ja halten. Das heißt, wir müssen föhnen. Richtig. Wo haben wir den Föhn? Da ist er. Jetzt müssen wir eben gucken, ob der... Okay, der funktioniert. Perfekt. Hier ist der Föhn. Das heißt, wir müssen jetzt föhnen und die Feuchtigkeit dann wirklich hier rausmachen. Also mach ruhig volle Pulle. Wir haben ja nur so einen leichten Sprühnebel drauf. Da kommt man ein bisschen raus. Man muss natürlich vorsichtig sein. Guck mal hier, da kann man es sehen. Da. Hast du gesehen? Kommt halt immer, ja, ne? Siehst du? Ja, das muss man halt komplett rausbekommen. Das hätte auch funktioniert, wenn es jetzt trocken gewesen wäre. Aber ich finde es immer viel angenehmer, falls man eben mal eine Korrektur vornehmen muss, wenn man es eben nass gemacht hat. Ich würde sagen, wir kleben jetzt das komplette Deko auf, in dem Stil, wie wir gerade angefangen haben. Und dann, wenn es gleich fertig ist, dann melden wir uns wieder, oder? Richtig. Ja, safe. Bis gleich. Snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. Frozen. 86 all the hay, I won't get involved today. Got lost in the ballin' age. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin' on record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. Wir sind jetzt fertig mit dem Deko aufkleben. Es hat gedauert 2 Stunden und 15 Minuten. Was leider ein Problem gewesen ist, war hier die Lampenmaske. Wie ihr sehen könnt, ich nehme mal eben das Opal-Deko. Das hier ist von der aktuellen EXC-Maske und wir haben leider hier das falsche Schnittmuster genommen. Das ist nämlich nicht die gleiche. Ja, da kommt jetzt nochmal eine neue. Muss ich mich leider ein bisschen gedulden, aber sonst finde ich, kann sich das Gesamtergebnis sehr, sehr sehen lassen. Kommen wir mal hier rum. Was hat sich denn verändert? Wollt ihr natürlich jetzt wissen. Wir haben einmal hier Motul-Schriftzug angebracht, finde ich ziemlich, ziemlich geil in Neongelb. Wir haben hier unten Metzler Motorradreifen, dann hier hinten das Heck wurde leicht verändert, Broken Head und natürlich Turnaround Germod. Ziemlich geil, auf der Seite auch nochmal Motul, dann natürlich in Schwarz. Und vorne dann Maske drauf. Genau, und vorne haben wir jetzt die Maske drauf, so Two-Face-mäßig. Das finde ich richtig nice, oder? Mhm. Guck mal, in Schwarz sieht ganz cool aus, auf so einem Silber. Ist richtig geil. Nochmal dickes Dankeschön an der Stelle an DCC. Lasst den Jungs ein Abo da. Ist wirklich der Hammer, was die für uns alles in was für einer Zeit bereitstellen. Das ist immer wieder geil. Und auch in den Sonderformen, habt ihr das Opal-Deko gesehen. Das ist alles immer sehr, sehr individuell und auch besonders. Das kriegt man nicht so von der Stange. Deswegen, ich liebe die Jungs einfach. Grüße gehen raus. In Österreich sind die ja, ne? Mhm. Schön in Österreich. Ist immer geil, wenn der Nico mich anruft von DCC oder Peter. Ne? Ist immer so ein leichter Akzent drin. Ist geil, ist irgendwie sympathisch. Ne? Das ist authentisch. 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 Boah. Nicht wirklich, ne. Nee. Ich weiß nicht, ich sag immer so, ich sag immer ja, May. Leg mich doch am Zückeli, oder? War das jetzt österreichisch? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht so sicher. Wie hat es dir denn gefallen und dachtest du, dass es
so gut. Also ganz ehrlich, am Anfang war ich ein bisschen euphorischer und dachte, das geht schneller. Aber dann kam das Teil hier, ne? Haben, genau. Das hier war, oder das war Pain in the Ass. Ja. Ja, so kann man es nennen. War das ohne Scheiß, also. Wir haben es eigentlich ganz geil hinbekommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das ist so geil mit dem Motul-Schriftzug. Das sieht so schön aus. Viel besser als vorher. Vorher hatten wir ja hier, glaube ich, entweder stand hier David Bost oder geht steil. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das haben wir ja entfernt und dafür haben wir hier die Typografie eingefügt, die meiner Meinung nach auch viel besser hier zu dem Shizu passt. Genau, vorher hatten wir die Typografie hier oben. Und so, das sieht einfach viel stimmiger aus. Einfach geil. Kannst du ruhig mal, hau ruhig mal drauf. Ein bisschen fester. Ein bisschen fester. Ganz geil, oder? Ja, ist okay. So, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr ein Dekor individuell angefertigt haben möchtet, dann checkt auf jeden Fall DCC ab, habe ich jetzt zum dritten oder vierten Mal gesagt. Ist mir aber auch egal. Hey. Wie immer, checkt den Merch ab und das Allerwichtigste, geht steil.